Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 21.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, da schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Oh mein Gott, das Donnerross, dann ist auch der Dark Bomber wieder da. Bunny Moon, schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Shop gewesen. Dann haben wir hier Schattenagentin und so weiter und so fort. Wir fangen mal auf der rechten Seite mit der Punktetafel an. Das Coole ist, dass dann immer wieder neue Punkte verteilt werden. 3, 7. So, was gibst du denn mir jetzt heute? Was? Nur eine 3? Ich glaube, du spinnst. Weg mit dir, weg. So, Punktetafel kriegt von mir 7 von 10. Jo, und schauen wir doch mal ganz kurz ins Voting rein. Wie habt ihr denn für die Scorecard abgestimmt? So, da haben wir ein Voting von... Ist nicht richtig eingestellt gerade. Haben wir aber gleich. So, da haben wir ein Voting von 3,53 von 5 bei 17 Votes am 1. Dezember 2018. Das ist erstmal drin gewesen. Viermal. 31 für meine. Das ist das letzte Mal im Shop. Am 8. Mai. Vor 166 Tagen. Sensationell. So, dann haben wir den Daumen runter. Finde ich richtig cool für 200 V-Bucks. Geht von mir 9 von 10. Hat hier ein Voting von... Oh, das ist nicht wirklich gut angekommen. Hier haben wir ein Voting von 2 von 5 bei 3 Votes. 5. Mai 2018, das erste Mal drin gewesen. 5 Mal 9 Reminders. Aber jetzt haltet euch fest, das Teil hier war das letzte Mal im Shop vor 422 Tagen am 25. August 2018. Sensationell, das ist über ein Jahr her. Das sind sogar, ja, ein Vierteljahr. Sensationell. Die ganzen seltenen Teile kommen wieder zurück. Dann sind wir hier beim Wiggle, 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 Wiggle. Für 500 V-Bucks Wiggle, Wiggle, Wiggle. Das Teil kriegt von mir 9 von 10. Wiggle, 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 wiggle. Hat hier ein Voting von 3,73 von 5 bei 40 Votes. 9. April 2018 ist das mal drin gewesen. 24 Mal schon. 55 Reminders jetzt mal im Shop von 49 Tagen am 2. September. Dann haben wir hier den Magma. Hat sich der sofort auch gegönnt. Für 700 V-Bucks das Teil. Jo. 10 von 10. Hat ja ein Voting von 4,46 von 5 bei 50 Votes am 29. März 2019. Das erste Mal drin gewesen. 8 Mal seitdem. 156 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 41 Tagen. So, dann geht's weiter mit der Dominatorin. Für 800 V-Bucks. Ja, finde ich, ist jetzt nichts Besonderes. Kriegt von mir 5 von 10. Hat ein Voting von 3,11 von 5 bei 19 Votes am 26. Dezember 2017 das erste Mal im Shop gewesen. Ja, Wahnsinn. 20 Mal, 25 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 196 Tagen am 8. April 2019. Ist natürlich auch krass, ja. Dann haben wir, na, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte zu der Schattenagentin Shadow Ops. Jetzt mit diesen zwei Styles hier. Die helle Version finde ich nicht ganz so gut. Aber trotzdem finde ich die ziemlich cool, die Schattenagentin. Und kriegt von mir 8 von 10. Shadow Ops hat hier ein Voting von 4,19 von 5 bei 103 Votes am 15. Dezember 2017. Das erste Mal drin gewesen. 36 Mal. 93 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 19 Tagen. Dann haben wir hier, ja, das ist diese Backpack da, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber was weiß ich, was man damit machen soll. So, dann haben wir hier Tugend, eine Picke, die Picke vom Ark, für 800 V-Bucks, finde ich persönlich ganz nice, aber jetzt nicht überragend, geht von mir 7 von 10, hat hier ein Voting von...
4,25 von 5 bei 52 Votes am 11. Januar 2019. Das war drin gewesen, 8 Mal. 43 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 43 Tagen. Dann haben wir den Melkor, den hatte ich mir mal selber sogar für meinen Hauptaccount geholt. 1500 V-Bucks kostet das Teil. Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, an dem Ding hier ist, dass er halt riesig ist, ne? Und ich bin, das ist kein Witz, ich bin mit den Hörnern teilweise manchmal in den Brettern hängen geblieben. Da hätte ich kotzen können, weil dann kannst du plötzlich nicht mehr weiterlaufen. Also mit Durchbacken war da irgendwie nichts gewesen. Also ich weiß natürlich nicht, ob das aktuell immer noch der Fall ist, aber damals war das ganz, ganz schlecht. Ich finde den ziemlich geil, aber ich habe ihn dann als ziemlich unspielbar eingestuft und deswegen kriegt der Melkor von mir jetzt 6 von 10. Obwohl ich ihn mega geil finde, muss ich echt sagen. Optisch finde ich ihn cool, spielerisch finde ich ihn ziemlich schrottig. So, hier haben wir ein Voting von 2,95 von 5 bei 40 Votes am 27. Januar 2019. Das erste Mal drin gewesen, 8 Mal, 33 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 43 Tagen am 8. September. Dann haben wir diesen bösen Pick. Oh, mit dem Teil kann ich jetzt nicht ganz so viel anfangen. Kriegt von mir 6 von 10. Das Evil Eye hat hier ein Voting von 3,04 von 5. Bei 25 Votes am 27. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen, 8 Mal seitdem, 13 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 43 Tagen am 8. September. Dann haben wir hier Sakria, das ist Ark. Boah, ist sie nicht schnuckelig? Hier mit diesen Engelsflügeln hinten dran. Für 2000 V-Bucks. Sakria kriegt von mir 9 von 10. Dann hat hier ein Voting von 4,03 von 5 bei 255 Votes. Das ist gewaltig. Am 11. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. 8 Mal, 165 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 43 Tagen. Sind wir hier mit dem Set auch schon durch. Dann haben wir hier meine absolute Favorite Picke im ganzen Spiel. Das Donneros. Das Teil ist so psycho geil. Ich finde das einfach nur mega. Donneros kriegt von mir 10 von 10. Wenn irgendeine Picke diese Bewertung verdient hat, dann definitiv das Donneros. So. Und The Thunder Crash hat hier ein Voting von 4,48 von 5 bei 75 Votes. Am 5. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 11 Mal, 117 Reminders, letztes Mal im Shop vor 60 Tagen am 22. August. Aber Glyphe der Dunkelheit. Sieht schon geil aus, wenn sich das Teil aufbaut. Ne? Auch wenn es ein normaler Standardgleiter ist. Normalerweise gebe ich Standardgleiter nicht so eine gute Note. Aber das Teil finde ich cool. Kriegt von mir 7 von 10. Sir Dark Glyph. Und er hat ein Voting von 4,28 von 5 bei 64 Votes am 5. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 13 Mal, 54 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 60 Tagen. Dann haben wir hier den Finsterbomber, den Darkbomber. Einer der geilsten Skins im ganzen Spiel. Man macht auch diese schönen, geilen Effekte hier auf dem Teil. Erinnert so ein bisschen an Matrix, aber gut. Das Teil kriegt von mir ganz, ganz klare 10 von 10, hat hier ein Voting von 4,37 von 5 bei 174 Votes am 5. Oktober 2018. Das erste Mal drin gewesen, 11 Mal, 466 Reminders. Das ist ein sensationeller Wert. 60 Mal, vor 60 Tagen ist jetzt mal im Shop gewesen am 22. August. Warte mal, mit dem Set schon durch und dann kommen wir zu Last but not least, Bunny Moon. Ja, hier ist er. Das Teil ist auch schon Ewigkeiten nicht mehr im Shop gewesen. Hier mit dieser Eierlichterkette da hinten. Dieser Puschel, der Pinsel, Red Hair, Mast mit einer Mondsichel als Amulett. Das Teil kriegt von mir 7 von 10 Bunny Moon für 800 V-Bucks. Hat hier ein Voting von 3,92 von 5 bei 49 Votes am 28. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 4 Mal seitdem 90 Reminders.
das letzte Mal im Shop vor 354 Tagen am 1. November 2018. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal... Nein, halt, stopp, ha, stopp, stopp, stopp. Ich muss doch dem Shop noch eine Note geben. So, dann schauen wir doch mal ganz kurz hier rein. Also, wir haben hier tatsächlich... Lass mal überlegen. Ah, da unten ist es ja schon eingeblendet. So, lass mal überlegen. Wir haben... Dark Bomber und so weiter ist geil. Hier, da, Arc ist cool. Schattenagentin cool. Wiggle cool. Magma cool. Dominatorin. Bunny Moon. Also das Teil ist auf jeden Fall, der Shop ist ziemlich geil. Und er kriegt auf jeden Fall von mir ein Love It. Damit haben wir 1011 Love Its, 923 It's Meh und 2256 Hate It's. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Benutzt unseren Creator-Code sofort ugleich TTV und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Endleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.